Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 10. März 2021. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute haben wir in gewisser Weise doch recht gegenläufige Tendenzen, also energetisch gesehen. Wie ihr ja wisst, laufen wir ja auf den Neumond zu, der am Sonntagvormittag im Zeichen Fische stattfinden wird. Und wir sehen hier, dass die Planeten sich hier auch so zusammenschieben. Und es ist so, das Gegenläufige ist, dass zum einen hier die Sonne im Zeichen Fische, jetzt kurz davor ins dritte Dekanat einzutreten, dass die auf Neptun zuläuft. Neptun ja ein langsam laufender Planet, der sich seit 2011 im Zeichen Fische aufhält und der in einer inneren Verwandtschaft zum Zeichen Fische steht. Man nennt ihn auch Herrscher des Zeichens Fische. Das heißt, der Fischeplanet, die Sonne trifft in den Fischen auf den Fischeplaneten und zwar heute Nacht um 1:01 Uhr. Das heißt, der heutige Tag ist ganz klar in der Energie von Sonne Neptun. Und diese Energie ist eine nach innen gerichtete Energie, keine nach außen gerichtete Energie. Es ist ja sozusagen das gegenüberliegende Zeichen der Fische ist ja die Jungfrau. Und die Jungfrau hat ja sehr viel so zu tun mit der Alltagskompetenz, damit etwas im Leben zu schaffen. So dass es hier heute sicherlich nicht darum geht, etwas zu schaffen. Auch der Alltag könnte etwas brach liegen, weil man mit Sonne Neptun oftmals auch gar keine Lust hat auf die Dinge, die man sonst vielleicht mit leichter Hand macht. Weil die Energie eben nach innen geht, man träumt lieber vor sich hin. Vielleicht ist auch die innere Sehnsucht besonders stark. Die Sehnsucht nach etwas anderem, könnte man erstmal sagen. Nach etwas, was sich verbundener, ganzheitlicher, weniger gestresst, weniger getrennt anfühlt. Viele Menschen, können das überhaupt sicherlich gar nicht verbalisieren. Sie spüren vielleicht nur so diese Sehnsucht, dieses Gefühl in sich. Und projizieren das dann auf ihren Traumprinzen oder auf die Traumprinzessin oder auf Weltfrieden oder irgendwelche Dinge, worunter sie sich eben vorstellen, dass das ein Bild für ihr inneres Gefühl wäre. Natürlich sollten wir am heutigen Tag, wenn es irgendwie möglich ist, uns die Zeit nehmen, in der Stille zu sein, in die Meditation zu gehen. Vielleicht Sonne Neptun ist auch ein sehr künstlerischer, kreativer Aspekt, also vielleicht auch diese Energie durchs Malen, durchs Musizieren, durchs Schreiben, durchs Dichten oder im Leben. Wir können auch mal ein Haiku dichten oder in diese Richtung zu gehen. Wer kann natürlich auch sich im Außen mit Neptun assoziieren. Das Neptun steht ja auch für das Meer. Ist für mich natürlich hier in Kiel, wäre es ein leichtes, ans Meer zu fahren. Das ist in manchen Bundesländern oder Ländern sicherlich schwieriger, aber auch ein Fluss oder ein Bächlein oder ein See kann das schon helfen. Also sich heute Zeit zu nehmen, auch zum Träumen, einmal diesen inneren Gefühlen einfach mal Raum zu geben und sie nicht durch ständige Beschäftigung sozusagen zu unterdrücken. Es kann natürlich auch sein, dass Sonne Neptun eben, weil man das nicht aushalten kann, dass sich diese Sehnsuchtsgefühle im Leben nicht manifestieren können, dass wir dann eben zur Ersatzbefriedigung, sprich Drogen, greifen. Die können heute besonders stark wirken bei Sonne Neptun und auch der Missbrauch ist hier möglich. Also Vorsicht. Lieber Meditation machen, lieber vielleicht eine Entspannungsmusik hören, lieber auf körpereigene Drogen zurückgreifen. Ja, ich sprach ja eingangs vom Gegensatz. Der Gegensatz besteht eben in dieser Wassermannnote. Wir haben ja heute auch nochmal Mond im Wassermann. Das ist für mich immer so ein bisschen so eine Till-Eulenspiegel-Konstellation. Ich bin etwas seltsam und anders, aber ich stehe dazu. Muss ja nicht immer alles nach der gleichen Norm wie beim Saturn oder dem Steinbock ablaufen. Und diese Kombination hier von Mond, Jupiter und Merkur und Wassermann ist natürlich keine nach innen gerichtete Energie, sondern eine nach außen gerichtete Energie, die aktiv und freiheitsliebend in der Gegend rumstromert, möchte ich mal fast sagen. Und der Mond läuft hier auch auf Jupiter zu, den er heute Abend um 18:58 Uhr erreichen wird.
Also auch das, Jupiter macht ja immer die Dinge mehr, also ist eine Vervielfältigung oftmals, ne, sodass hier eben auch philosophische Überlegungen, auch eine starke Unruhe ist im Wassermann gegeben, ja, sodass also einerseits diese Ruhe gesucht wird in den Fischen, andererseits hier so eine wassermännische Unruhe ist, die sich auch eben oft auch auf vom Wassermann empfundenen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft oder im Freundeskreis oder in der Familie bezieht. Der Wassermann ist ja gerne derjenige, der versucht, diese Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen, deutlich zu machen, zum Ausdruck zu bringen. Und da haben wir eben diese gegenläufigen Impulse, dass wir vielleicht merken, wenn man so in die Ruhe will oder wenn man seine Staffelei aufgebaut hat oder so, dass man das gar nicht richtig kann, dass man, dass ein Gefühl der Nervosität, der Unruhe in uns ist. Und wenn wir dann dem wieder nachgehen, wir sagen, okay, dann lese ich oder studiere ich eben oder diskutiere mit irgendwelchen Leuten, dann merken wir, oh, eigentlich will ich das auch gar nicht. Ich habe eigentlich ein viel größeres Bedürfnis nach Ruhe und Stille. Und so geht das so ein bisschen hin und her. Und ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Tagen sehr darüber nachgedacht, auch warum, also zumindest subjektiv, diese Fische-Energie für mich gar nicht so doll spürbar ist. Und das liegt natürlich an dem Wassermannplaneten, aber es liegt meiner Meinung nach auch am Mars im Zwilling, den man so gerne und ich auch gerne übersehe, weil Mars bringt ja immer viel Energie in die Dinge und im Zwilling ist er natürlich auch immer auf der Suche und ist auch so eine starke Unruhe-Geschichte, ne? Ich laufe zur einen Seite, ich laufe zur anderen Seite, ich fange das an, ich fange das an, ich lege das hin, ne? Es ist also auch so eine Unruhe da und das ist eben diese Verbindung dieser beiden Elemente jetzt kurz vorm Neumond. Der Mond wird dann morgen Nachmittag um 15:44 Uhr in die Fische wechseln am Donnerstag. Und dann ist die ganz heiße Phase des Neumondes gegeben. Ja, der Mond ist dann von Donnerstagnachmittag und den Freitag im Zeichen Fische. Und dann kommt es eben am Sonnabendmorgen hier zu diesem Neumond, den ich ja in einem speziellen eigenen Video besprochen habe. Den Link findet ihr in den Shownotes. Unterhalb des Videos, da schreibe ich immer oder habe ich immer Links drin von Videos oder Informationen, wo ich denke, das könnte ganz interessant sein, da mal reinzuschauen. Und da sehen wir eben, dass hier zum Wochenende hin sich hier das im Fisch zusammenballt mit Venus, Neptun, Mond und Sonne in den Fischen. Also eine sehr introvertierte, eine sehr spirituelle Konstellation, die im besten Fall eben auch spirituelle Erkenntnisse oder Erfahrungen mit sich bringen kann. Aber es ist leider meistens so, dass Erwartungen, die oft vor den Ergebnissen stehen, also Erwartungen verhindern manchmal das Stillwerden. Nicht? Denn das ist ja genau der Punkt. Wir müssen still werden, damit das, was wir zu erfahren suchen, offenkundlich wird. Aber wenn wir unbedingt das erfahren wollen, sind wir nicht still. Also das ist eben so ein Gegensatz, wo man sich dann auch oftmals im spirituellen Weg oder in langjährigen Meditationen mit auseinandersetzt. Für andere kann das eine auch verwirrende Zeit sein, dass man so gar nicht genau weiß, was Sache ist. Man ist so wie unter Drogen, fühlt sich oder als wäre man stoned den ganzen Tag und wundert sich darüber. Also nehmt euch einfach nicht zu viel vor für diese Woche. Das muss eben dann auch mal im Norden, das muss dann eben auch mal auf einer Spur geringer möglich sein. Ja, so sieht's aus heute. Morgen am Donnerstag nochmal der vertiefte Blick natürlich auf den kommenden Neumond. Jeden Morgen bin ich auch anders drauf und schaue etwas anders auf die Dinge. Und ich wünsche uns allen heute einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.